darüber, dass ich eigentlich nur ein bisschen Gestaltungsideen haben wollte, bin ich vor gut 6,5 Jahren auf das naturnahe Gärtnern gekommen. Das hat mir so eingeleuchtet. Und wenn man dann eben lernt, dass Artenvielfalt bedeutet, dass man heimische Wildpflanzen hat und die in ganz großer Vielfalt, weil man dadurch eben automatisch nicht nur was für die Generalisten tut, also die Honigbienen und Hummeln, die auf alles fliegen, sondern eben auch für zum Beispiel die Wildbienen. Also wenn man weiß, dass die Hälfte der Wildbienen vom Aussterben bedroht sind oder zumindest irgendwie auf einer Vorwarnliste oder so und dann weiß, dass von denen wiederum ein großer Teil Spezialisten sind, dann erklärt das, warum die eben gefährdet sind, weil wir eben immer mehr Einfalt haben in der Kulturlandschaft und in unseren Gärten auch immer mehr Einfalt herrscht, dann hat das nichts mit Artenvielfalt zu tun. Die schaffe ich nur, wenn ich heimische Wildpflanzen habe. Und das habe ich hier versucht umzusetzen und das funktioniert.